Dankeschön, Dankeschön. Nein, mir ist klar, dass viele, also gerade jetzt mal ihr nicht, weil ihr seid ja jetzt im Theater, ihr wart mutig, ihr seid gekommen, ne, viele jetzt hinten, gucke ich richtig rein, Sven? Ungefähr. Wo ist denn, so? Ja. Ah, okay. Ich weiß, dass viele von euch an den Laptops, iPads, Handys, was weiß ich, wo ihr euch das alles anguckt, ihr googelt viel gerade und ich weiß, dass viele von euch meinen Namen googeln, um zu sehen, ob da was ist. Hier. Was? Hier an der Seite, es tut mir wirklich leid. Hier, nächstes Mal streamen wir ohne Publikum. Nee, das ist mir hier zu anstrengend. So, also hier an der Seite, ob da jemand ist, googelt ihr. Ein Hund oder ein Mann. Unter uns, ich google ja auch meinen Namen. Ich will ja auch wissen, ob da jemand ist. Aber ich weiß nicht, wie das für euch ist. Ich finde überhaupt nichts. Das mag daran liegen, dass ich auf dem Zenit meiner Glückseligkeit gerade stehe. Ja, und ich sehe fragende Gesichter. Wieso das denn? Glückseligkeit, was hat die, was wir nicht haben? Hör mal, siehst du doch selber, obwohl ich nichts wollte. Ich habe Publikum. Ich habe sogar mehr. Ich habe Publikum. Merkt ihr? Da steckt ein Wort drin. Kümmern, ja. Die Leute kümmern sich um mich. Früher, noch vor dieser Zeit, da haben mir die Leute nach den Shows, merkt euch das, für wenn die Seuche vorbei ist, nach den Shows Geschenke mitgebracht. Ja. Pralinen. Blumen. Ich habe im Februar habe ich noch hier so einen Kranz gekriegt. Stand drauf, danke Mutti. Ich habe mich gefreut, dachte, gut, wenn die das so sehen. Ich war verwundert, dass da Erde dran war. Aber habe mich gefreut. Viele haben mir Küchengeräte geschenkt, mit der Hoffnung, dass ich meine Wohnung kriege irgendwann. Ja. Und jetzt kann mir keiner was schenken. Darf ich nicht annehmen, weil es bar ist. Muss ich verbrennen, wegschmeißen, geht nicht. Ne? Ja, und da fangen die Leute gerade jetzt, die jetzt hier nicht sind. Wir können, kriegen das ja nicht mit. Aber die, ne, die schreiben mir Briefe. Ja, die wollen ja ihre Ekstase, können sie ja nicht mehr zeigen. Also schreiben sie mir Sätze. Sätze! Manchmal sogar Halbsätze. Ja, die kommen vor Erregung nicht weiter. Manche kriegen das noch mal in den Sinn und ich lese Ausrufe. Ah! Oh! I! Jetzt wollt ihr bestimmt wissen, was da drin steht. Zumba zum Barum steht da drin. Ja, ein paar Fremdwörter weiß man. Ein paar Fremdwörter tun euch hier gut. Sagen wir, wie ist es? So. Also, Zumba zum Barum. Hör mal, mach mal eben Stopp mit dem Streaming. Wenn das weiterhin so, dann dürft ihr gleich hier nicht performen. Ich lasse euch nicht auf die Bühne. Ihr wolltet gleich hier eure Choreografie zeigen. Machen wir nicht. Ihr bleibt da sitzen und dann war's das. Ne? Also, Zumba zum Barum steht da drin, that the all fallen sind in love. Und zwar bis me, aua. Das ist International Love. Das findest du nur zwischen Showgirl und Publikum. Also viele freuen sich auf das Wochenende. Ich bin die Einzige, die sich auf Montag freut. Weil, jetzt wird's romantisch. Habt ihr romantisches Licht auch vorbereitet? Ist das das? Ja, vielleicht wirkt das ja da anders in der Kamera. Naja. Komm. Vielleicht ist es ja irgendwann auch mal vorbei. Ne? Ach, jetzt noch rot dazu. Guck, gleich haben wir die ganze Farbpalette haben wir ausprobiert. Diesmal bringe ich euch eine vom Bauhaus mit. Montags kommt die Post. In meinem Briefkasten ist bald eine Party. Ein eingeschriebener Brief, vielleicht auch ein Paket von meinem Publikum. Meine Adresse ist geheim. Trotzdem kriege ich Post von meinen Fans.
Schreibniveau mit O und starr mit einem Sch und einem H. Doch wenn der Montag niemals kommt, wer schickt mir Liebesbriefe? Wer sagt mir, es wird gut? Verliere nicht den Mut, wir sind näher als du denkst. Und wenn die Zeit dann stehen bleibt, womöglich in einem toten Sonntag, dann bin ich total los. Ich kriege keine Post, wenn der Montag niemals kommt. Herr D aus B schreibt mit seinem Blut. Frau S fragt, ob ich ihre Schwester kenne. Eine Diddelmaus schickt mir der schöne Klaus aus Frankfurt an der Oder. Schon wieder einer, der mich liebt, der hat das La Signora-Fieber. Heilung, die es nicht gibt, denn ich lieb nicht ihn, sondern nur seinen Brief. Doch wenn der Montag niemals kommt, wer schickt mir Liebesbriefe? Wer sagt mir, es wird gut? Verliere nicht den Mut, wir sind näher als du denkst. Wenn die Zeit dann stehen bleibt, womöglich an einem toten Sonntag, dann bin ich total los. Ich kriege keine Post, wenn der Montag niemals kommt. Der Kegelclub aus Remscheid sendet mir volle Punktzahl. Ich bin jetzt ihr Ehrenmitglied und zahle vollen Beitrag. Von Familie Kowski ein Care-Paket, voll mit Plätzchen und gern Seife. Kinder, mal mir Bilder, was ich darstellen soll, aber ich hab keinen Schimmer. Doch wenn der Montag niemals kommt, wer schickt mir Liebesbriefe? Wer sagt mir, es wird gut? Verliere nicht den Mut, wir sind näher als du denkst. Und wenn die Zeit dann stehen bleibt, womöglich an einem toten Sonntag, bricht dir die Finger. Wenn es um Briefe geht, bin ich Zwinger. Hauptsache ich kriege Montagspost. Danke sehr. Ja.